What's poppin', Boys and Girls? Ich bin gerade in unserem Van. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist das Einzige, was ich zum Drehen habe. Ich kann euch am Ende dieses Videos auch mal, kann ich auch mal die Kamera umdrehen und euch zeigen, wie das hier aussieht. Aber jetzt komme ich zu dem, worum es heute eigentlich geht. Ja, es ist sehr, sehr aufregend für mich. Ich habe Schmuck gemacht. Viele von euch wissen es, viele von euch folgen mir auf Instagram, aber da habe ich auch noch nicht alles dazu erzählt. Aber heute ist der Tag, wo der Schmuck in den Verkauf geht. Er ist fertig, die Seite ist fertig. Wir haben monatelang, also ich habe monatelang daran gearbeitet, wäre eigentlich falsch, weil ich muss eigentlich wir sagen, mir haben sehr viele Menschen dabei geholfen. Und ganz wichtig, ihr oder ein großer Teil von euch. Ich habe nämlich in den ganzen letzten Monaten immer, besonders bei Instagram, so Fragen reingeworfen in Bezug auf diesen Schmuck, ohne dass ihr es, glaube ich, wirklich gemerkt habt. Ich habe euch nach Schriftarten gefragt, für die Gravur. Und ganz wichtig, ich habe euch auf Instagram mal gefragt, wofür der Kanal Jaco Wusch steht für euch. Es kamen tausende von Nachrichten, klingt jetzt so krass, aber es kamen bestimmt, ich weiß nicht, wie viele 1000 bis 2000 Nachrichten rein. Es waren unzählige mit riesenlangen Texten und Romanen. Und ich habe das alles ausgewertet und am Ende runtergebrochen auf eine Bedeutung. Auf eine Bedeutung, wofür für euch der Kanal Jaco Wusch steht. Und von dieser Bedeutung habe ich auf Instagram bisher noch nicht gesprochen. Ich habe nicht gesagt, wofür die Gravur steht, die im ersten Moment erstmal sehr vulgär wirkt. Würde ich jetzt mal sagen, was auch passt. Ich bin gerne vulgär. Und bevor ich euch den Schmuck im Einzelnen zeige, möchte ich euch die Bedeutung erklären. Wofür steht für euch der Kanal Jaco Wusch? Und was ist das, was ich euch gern mitgeben möchte, was ihr an eurem Körper tragt und tagtäglich daran erinnert werdet? So ist das ja mit Schmuck. Und das werde ich euch jetzt erzählen und dann sehen wir uns gleich wieder und schauen uns ganz genau den Schmuck an. Und ihr könnt auch gerne dranbleiben, wenn ihr kein Interesse an Schmuck habt, weil ich finde, dass es auch eine schöne Sache ist, die man im Kopf haben kann oder sich zu Hause irgendwo hinschreiben kann, wenn man vielleicht nicht die Kohle hat, um sich ein neues Schmuckteil zu kaufen oder eben vielleicht auch gar keinen Schmuck trägt oder den Schmuck nicht haben will. Genau. Ja, bis gleich. Ich bin ein Herzmensch, so nenne ich das jedenfalls immer. Denn so sehr ich mich anstrenge, und das habe ich wirklich schon oft versucht, um andere Menschen zu verstehen, die Unterschiede zwischen Menschen sehen, ich finde nämlich keinen zwischen Menschen. Also egal, ob es um Rasse, um Nationalität, Sexualität, Status oder Geschlecht geht, tue mich sogar manchmal schwer, damit einen Unterschied zwischen Tier und Mensch oder Mensch und Natur oder Tier und Natur zu machen. Nicht, weil ich ungebildet bin und den Unterschied der Gehirne nicht kenne oder noch nie was vom zentralen Nervensystem gehört habe, sondern einfach, weil es für mich im Herz, so im Gefühl, keinen Grund gibt, nicht einfach alles wertzuschätzen und schön zu finden. Und ja, das klingt in der Theorie jetzt erstmal total spirituell und artig, aber das ist es natürlich nur in der Theorie. Ich bin oft auch vulgär und zynisch, ich habe Menschen schon traurig und wütend gemacht und ich beleidige auch manchmal andere. Manchmal nur aus Spaß, manchmal, weil ich jemanden wirklich scheiße fand an dem Tag. Aber am Ende des Tages kann ich dann trotzdem da sitzen, über diesen jemand nachdenken, der mich an dem Tag richtig aufgeregt hat, und ja, trotzdem Liebe für dieses Arschloch empfinden, weil er wird seine Gründe gehabt haben, warum er so war, so wie ich meine Gründe hatte, als ich das letzte Mal ein Arschloch war. Denn am Ende des Tages sind wir ja irgendwie alle gleich. Wir sind alle eins, wir sind alle verbunden und das vergessen wir manchmal. Ich glaube, dass es sehr, sehr cool und sehr schön wäre, wenn mehr Herzmenschen, die so sehr viel von dieser intuitiven Energie haben, so einfach ihr Ding durchziehen würden, weil das die Welt ein bisschen schöner machen würde. Ja, und auch ich bin ein Mensch mit großen Träumen und Wünschen und Gefühlen, und ich glaube, würde ich immer das machen, was meine Intuition mir sagt, dann würde die Welt vielleicht wirklich ein Stückchen magischer werden, weil dann würde auch jemand anders sich trauen, echt zu sein, und noch jemand, und viele Menschen würden vielleicht anfangen, ihrer Intuition zu folgen, und diese Menschen würden wiederum andere Menschen inspirieren und ihren eigenen Weg gehen. Und ich frage mich dann manchmal, wie viele Menschen könnte man wohl echter machen, so intuitiver machen, wenn nur einer anfängt, so wie so ein Schneeballsystem. Und ich glaube, das ist das, was die Welt braucht. Die Welt braucht etwas Echtes. Menschen, die das machen, was ihr Herz ihnen sagt. Unabhängig von Geld, unabhängig von Erfolg. Einfach das, was die Intuition sagt. Weil wir fragen uns ständig so in so Entscheidungsprozessen, wo es darum geht, hören wir auf unser Herz oder nicht, fragen wir uns immer so, ja, was macht man da?
oder wie würde man das denn jetzt machen? Und das ist so eine gängige Frage, aber sollte die Frage nicht einfach sein, was machst du jetzt? Du, nur du. Und wie wirst du es machen? Und wie wirst nur du es machen? Du als ein Individuum, das seinen persönlichen, eigenen, individuellen, magischen Lebensweg geht. Aber das traut sich fast niemand. Und ja, ganz oft traue ich mich das auch nicht. Denn echt zu sein erfordert so unglaublich viel Mut. Denn manchmal will man ja auch Dinge auf eine Art und Weise machen, die gesellschaftlich kritisch betrachtet werden. Man möchte vielleicht irgendwas umsetzen und wagen, ohne vorher ein Zertifikat oder einen Abschluss in irgendwas gemacht zu haben. Und manchmal möchte man auch etwas tun, das alle anderen total riskant und unvernünftig finden. Ich komme schon mein Leben lang in diese Situation, von ganzem Herzen etwas zu wollen oder eben nicht zu wollen, obwohl es doch so vernünftig wäre, in den Augen aller anderen es so zu machen, wie sie es mir raten. Und das bedeutet, dass ich immer wieder etwas Unvernünftiges machen musste, um mich gut fühlen zu können. Und ja, um mehr ich selbst sein zu können und mich dafür zu entschuldigen, für diese Entscheidung, habe ich ganz lange gesagt, ja, ich bin halt unvernünftig. So nach dem Motto, ja, nehmt mich halt, wie ich bin, mit diesen ganzen Fehlern. So, als wäre meine Intuition und mein Willen ein Fehler. Meine Sichtweise hat sich total verändert, seit ich diesen Kanal hier habe. Seit mir Menschen zuschauen, denen es genauso geht. Ich habe nämlich eine Community, die mir eben nicht sagt, oh Jaco, du bist so unvernünftig, sondern die mir schreiben und sagen, ey, ich denke genauso unvernünftig wie du. Ja, die Leute, die mir da schreiben, das sind echte Herzensmenschen. Und diese ganzen Träume und Ideen und Visionen, die sie mir schreiben, die sind so unvernünftig. Und genau deswegen schreiben sie sie mir heimlich, weil ihre Eltern, ihre Freunde, Kollegen, Fremde, das Internet, die Gesellschaft, ja, oder auch die Glaubenssätze anderer Menschen, sie sonst vielleicht verurteilen würden. Und das, meine Lieben, das ist eine Tragödie. Denn Herzensmenschen sind die Menschen, die am meisten bewegen können. Die können anderen Menschen wieder beibringen, mit dem Herzen zu sehen, aus dem Herzen heraus zu handeln und den Verstand und die Vernunft mal nur so als Unterstützer zu sehen. Und als ich dann in diesem Designprozess war, wurde ich gefragt, welche Bedeutung mein Schmuck haben soll. Also wozu soll er den Träger ermutigen? Und ja, ich wollte, dass der Träger dazu ermutigt wird, auf sein Herz zu hören. Egal, was die Stimme der Vernunft oder sagen wir besser die Stimme der Angst sagt, dass er auf sein Herz vertraut und diese ganzen vernünftigen, ängstlichen Stimmen mutet und einfach darauf vertraut, dass er selbst weiß, was gerade das Richtige für ihn ist. Ja, und auch ich arbeite jeden Tag daran. Ich bin auch nicht super weise. Und dabei ist mir eins klar geworden, aber Vernunft ist, auf sein Herz zu hören. Es ist nicht unvernünftig. Vernunft ist, für mich auf sein Herz zu hören und sich aus diesem brennenden Wald zu retten, samt Verstand und Herz. Das Herz leitet, der Verstand hilft. Und wenn du für eine Entscheidung für dein Herz triffst, das Buch in die Ecke schmeißt und deine Freiheit mit einem Tanz und einem Pinchen Tequila besiegelst, weil das Herz, dein Herz das in dem Moment braucht, um sich frei zu fühlen, dann ist das nicht unvernünftig. Dann ist das vernünftig, beziehungsweise vielleicht ist Unvernunft auch genau das, was wir gerade brauchen. Vielleicht ist aber auch unvernünftig das neue Vernünftig. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass es nicht falsch sein kann, darauf zu vertrauen, dass man selber weiß, was das Richtige für einen ist. Und aufgrund dieses Gedankens und dieser Ermutigung hat die Rückseite eine kleine Gravur und das ist mein Zauberspruch. Die Kollektion heißt ja auch Magic Spell. Und der Zauberspruch lautet Kantet. Kantet steht für mich dafür, auf niemanden zu hören als auf dich selbst. Und das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Egal, was andere sagen. Hört auf euch selber, denkt nicht darüber nach, was unvernünftig ist, sondern fragt euch, was will ich und was ist richtig für mich, was sagt meine innere Stimme, was sagt mein Herz und dann habt ihr die Antwort darauf, was vernünftig ist. Genau, und dafür steht das für mich. Und ich wollte einfach, dass wenn ihr schon etwas von mir tragt, ihr in solchen Situationen, wo ihr davor steht, den Weg zu gehen, der gesellschaftlich gesehen vernünftig ist oder einen Weg zu sehen, der für euch vernünftig ist, weil euer Herz das sagt, also nennen wir ihn den unvernünftigen Weg, aber in meinen Augen ist es der vernünftige Weg, dass ihr dann etwas bei euch tragt, das sagt, kantet. Ich mache jetzt das, was ich gerne möchte. Das wollte ich nochmal gesagt haben und bevor ich euch jetzt zu Tode laber, werde ich jetzt auf die einzelnen
Sachen eingehen und euch zeigen. Der Schmuck ist sehr, sehr hochwertig. Er ist aus echten Materialien und aus echten Steinen. Es gibt ihn einmal in Gold, in Silber und in Roségold. Es gibt zwei Ketten und einen Ring mit einem Mondstein und einem Rosenquarz. Und jedes einzelne Stück wird in Deutschland produziert auf Anfrage. Kommt eine Anfrage rein, weil jemand etwas haben möchte, wird es für ihn im Einzelstück produziert. So viel zur Qualität des Schmucks. Ich zeige es euch jetzt einmal. Ich fange mal mit dem Ring an. Er ist relativ schlicht hier vorne. Das ist der mit dem Mondstein. Und hier an der Seite sind zwei kleine Monde. Und auf der Rückseite ist auch auf jedem Ring die Gravur Kantet. Spirituell gesehen steht der Mondstein dafür, die Intuition zu stärken und steht in Verbindung mit dem Halschakra. Das Halschakra, das klingt jetzt bestimmt voll verrückt für einige. Das Halschakra steht so für den Ausdruck, sich zu trauen, man selbst zu sein, die innere Stimme auszusprechen und immer echt zu sein quasi. Und wenn das blockiert ist, hat man da vielleicht Probleme mit, lügt öfter, hat Ausreden, zeigt sich nicht so, wie man wirklich ist. Und ich denke, in diesem Zusammenhang mit der Bedeutung ist es ein sehr, sehr guter Stein, weil er auch spirituell gesehen die Ängste etwas lindern soll und Vertrauen schenken soll. Ja, und er ist auch ein Stein, der dafür steht, die weibliche Intuition zu stärken. Ja, das ist derselbe Ring mit einem Rosenquarz. Auch sehr schlichter Stein mit zwei kleinen Monden und auch hier auf der Rückseite wieder die Gravur Kantet. Und man sagt dem Rosenquarz nach, dass er die Liebe stärken soll, die Verbindung zu anderen Menschen, Verständnis und so weiter. Und ja, Liebe ist ja in dem Fall quasi so das Gegenteil vom Ego, das Angst hat und sich nicht traut und da so ein bisschen Vertrauen zu bekommen. Und da soll der Rosenquarz so ein bisschen Ermutigung und Liebe schenken für einen Neuanfang und keine Angst zu haben, etwas Altes loszulassen. Genau, kommen wir nun zu den Ketten. Es gibt zwei an der Zahl. Beide natürlich auch einmal erhältlich mit einem Mondstein und einmal mit einem Rosenquarz. Einmal die Community-Kette. Ja, hier sind auch überall so kleine Monde. Es ist alles sehr floral und mondig. Und das ist jetzt auch der Rosenquarz. Und auf der Rückseite ist die Gravur Kantet. Und dann gibt es noch ein weiteres Stück. Ich nenne es das Sailor Moon Stück. Dieses Stück ist allerdings nicht graviert, weil wir uns dazu entschlossen haben, ein Stück ungraviert zu lassen. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass viele Menschen die Bedeutung des Schmuckes sehr cool finden und ihn vielleicht auch schön finden, aber vielleicht einfach nicht mit unserem vulgären Flow ziehen. Nicht jeder von uns hier in unserer Wusch-Community ist so vulgär. Die Anhänger kann man auch beide ohne Kette kaufen. Also wenn ihr auf einen Shop geht, ist natürlich klar, die Goldkette, die Ketten sind komplett Gold. Die sind nicht vergoldet, sondern Gold. Dementsprechend sind die auch relativ teuer. Also könnt ihr euch, wenn ihr zum Beispiel sagt, irgendwie, ich möchte das gerne haben, aber ich möchte im Moment nicht so viel Geld für die gesamte Kette ausgeben und ihr habt zu Hause Ketten, dann könnt ihr die Anhänger auch einzeln bestellen. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ah, das war so aufregend. Ich war sehr ernst heute, ne? Manchmal, wenn ich aufgeregt bin, werde ich so ganz albern und manchmal werde ich so ganz doll ernst. Wenn ihr euch den Schmuck angucken wollt, nochmal genau im Shop unten, der erste Link oben in der Infobox, da kommt ihr zum Shop. Ansonsten freue ich mich sehr, dass ihr zugeschaut habt, ob ihr nun Interesse an meinem Schmuck habt oder nicht. Ihr könnt euch Kantet auch gerne auf den Spiegel schreiben oder auf die Handinnenfläche. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ach, ich habe euch ja versprochen, dass ich euch kurz umdrehe, ne? Wenn jemand von euch den Schmuck dann übrigens irgendwann hat, gerne mich auf Instagram verlinken. Ich denke mir jetzt gerade ein Hashtag. Ich schreibe hier ein Hashtag hin. Darunter bitte. Und dann könnt ihr auch gerne eure Geschichten teilen, in welchen Situationen ihr euch geholfen hat oder helfen soll. Ihr seid kleine Hasen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. HD Tschüss. Ciao, Kakao. Peace up. A-Town. Pfiuh.